Moin Freunde, Apfelsaft, Müsli und Toilettenpapier. Das ist eine absolut hochexplosive Mischung, deswegen haben wir das nämlich auch ausgelagert. Hier ist unser Lebensmittellager. Die Entstehung, die könnt ihr euch jetzt gleich anschauen im Video. Erzeugst du viele Lebensmittel, brauchst ein Lager. Das haben wir uns hier gebaut, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Vielen Dank, Leute. Es sind jetzt 303. Wow, es geht voran. Die Garage, die war ja voll bis oben hin. Das muss alles raus. Und der kaputte Putz, der muss erstmal von den Wänden und dann wird er grundiert. So, guten Morgen meine lieben Freunde, wir haben heute mal wieder Shitwetter, aber macht nichts, wir sind ja hier im Trockenen. An der Garage geht es nämlich weiter. Was wir heute, ach, eins fällt mir noch ein, Sven Heinz Erhard Martin hat seine Lieblingsbrille wieder. Und wo lag sie? Auf dem Klo. Hat die ganze Zeit gerufen, ich habe sie nicht gehört, aber gesehen habe sie dann irgendwann. Also, das gute Stück ist wieder da, ich bin wieder happy. Aber zurück zu unserem Projekt. Die Garage haben wir gestern komplett ausgeräumt, das habt ihr ja gesehen, die ist leer. Ich habe jetzt die restlichen Dreckflecken an der Wand mit einer Grundierung überzogen, dass ich die nachputzen kann. Geht das Wasser rein, das muss so sein. La, da, 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 da. Und dann kommt der Essig zu. Jawohl, und zurück. So, jetzt kommt der Essig mit zu. Schon einen Fertig-Estrich besorgt, weil da kann man auch ganz gut reingießen ins Loch, schnell erledigt. Kennt ihr eigentlich noch Medium TZ mit ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto und wem passiert zum Karl Otto passiert? Natürlich habe ich genau die Bütte erwischt, die kaputt ist. Herzlichen. Da müssen pragmatische Lösungen her. Wenn ihr euch mal hier so einen Zement-Estrich-Farben-Schieß-mich-tot-Verputzquirl kauft, dann achtet wirklich drauf, dass ihr nicht das billigste Ding vom Krabbeltisch euch holt, weil die müssen was leisten, die Biester. Der hier kann 50 Kilo, die schafft er durch. Ob es der Ellbogen dann mitmacht, ist die Frage. Aber es soll schon was Gescheites sein. Leute, so meine Freunde, wenn ich diese Klamotten anhabe, wenn ich so aussehe wie beim Hund hinten rausgekommen, ja, also richtig, richtig abgeferkelt, aber so richtig abgeferkelt, dann habe ich auch so eine richtige Drecksarbeit hinter mir. Aber
die Drecksarbeit hat sich gelohnt, weil wie Winnie schon gesagt hat, im Nebenraum kommt das Büro rein, haben wir jetzt schon mal die Vorbereitung in der Garage getroffen und das schaut ihr euch jetzt an. Also wie ihr jetzt gesehen habt, haben wir hier Regale Do-It-Yourself hingestellt. Die gibt es nicht zu kaufen, die haben wir so gemacht. Und zwar sieht man hier eine 14 mm USB-Platte, Presssparen, zur Stabilisierung einfach eine Dachlatte drunter gemacht. Diese Balken haben wir hinten an der Wand festgemacht, eben, dass es hält, dass nichts verrutscht. Und man kann auch sehen, es ist ultra stabil. Also diese Böden, die halten einiges aus. Und da werden die Lebensmittel von hier drinnen da reingeräumt. Und ihr seid mit dabei. Ihr wisst ja, dass das Thema Ernährung bei uns eine zentrale Rolle spielt und wir ja fantastische Lebensmittel selbst erzeugen. Wir hatten euch ja mal eingeladen bei unserer Session zum Thema Apfelsaft, vom Baum, vom Feld bis hin in die Fässer. Und wir können uns noch dran entsinnen, dass wir das ganze Zeug hier in Big Packs abgefüllt haben. Hier oben sind sie. Ist auch ein super Weihnachtsgeschenk. Jeder freut sich, wenn er von uns ein Big Pack Apfelsaft bekommt. Rein Bio, alles selbst gemacht. Tolle Sache. Jetzt hast du eine Menge Lebensmittel erzeugt. Musst sie auch lagern. Das hatten wir euch auch gezeigt. Hier nochmal ein Schwenk über unser momentanes Lager drüber. Das ist in die Garage reingekommen. Weil da ist er best. Schön kühl. Ordentlich. Und ihr seht, da hat sich wieder ein bisschen was mit dazu gefunden. Unter anderem zum Beispiel über 30 Gläser Rindfleischfond, den wir selber eingekocht haben aus Rinderknochen, aus den ganzen Schlachtsachen, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Knorpel, Knochen, da kam alles rein in einen riesen Topf. Schön lange gekocht, 10 Stunden, super Ergebnis geworden. Jetzt haben wir am Freitag nochmal vor, ein weiteres Schlachtfest zu machen. Wir schlachten ein Schwein. Das ist dann in einer extra Session. Aber ich bereite jetzt schon vor die Kalträucherkammer für die Würste, die wir da machen. Wir machen eine ganze Menge Wurst, unterschiedlichster Art und Weise. Bratwurst ist dabei, das wird eingefroren. Aber es sind auch Räucherwaren mit dabei. Die Kalträucherkammer baue ich heute. Da seid ihr mit dabei. Viel Spaß. So, meine lieben Freunde, was machen wir jetzt? Ich habe uns besorgt Edelstahlschrauben, Vierkantholz, USB-Platte, einen Schrauber dazu. Und da setzen wir jetzt die Vierkanthölzer, setzen wir an die USB-Platten an. Dadurch bauen wir jetzt auf Höhe. Dann machen wir vier Seiten. Thank you.